Hallo! Hey, ja, komm! Ist der verrückt? Hast du ihn gesehen? Ja, ja. Ich konnte den Fahrer auch nicht erkennen. Da geht drauf 40, 50? Hier ist die Polizei, halten Sie sofort an! Mensch, halt an, Mac! Kann doch nicht angehen. Alter Schwede! Krass! Wow! Halt Abstand! Halt Abstand! Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Rufst du einen Rettungswagen, Olaf? Okay. Hallo? Hallo, hier ist die Polizei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo. Erstmal atmen. Ich schnall sie erstmal ab, ganz ruhig. Okay, was machen Sie denn? Ein Kollege ruft einen Rettungswagen. Okay, erstmal tief durchatmen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Verletzungen aus dem Kopf? Ja, weiß ich nicht, ist alles okay, ganz ruhig, Beine. Ganz ruhig erstmal. Ja, wir sind da. Warum haben Sie nicht angehalten? Das verstehe ich nicht, sowas. Polizeikommissar Michael Smolik weiß, dass eine emotionale Stütze in solchen Momenten hilfreich ist. Er lässt sich deshalb die Telefonnummer ihrer Mutter geben und bittet die Frau zum Einsatzort. Olaf Kretschmer informiert indessen die Sanitäter. Die junge Frau ist vernehmungsfähig. Wir sind Ihnen hinterhergefahren, Sie haben einfach nicht angehalten. Was war denn der Grund? Also, aber ich hatte letzte Woche schon so viel Stress mit der Polizei und ich wollte nicht schon wieder einen Strafzettel haben. Ich habe mir so viel Pech drehen und dachte, wenn ich einfach zu schnell bin, dann sehen sie mich nicht. Aber das ist doch kein Grund, ja, aber das macht aber gar keinen Sinn. Also, das ist ja keine Rechtfertigung, dass sie, wenn sie schon mal Probleme mit der Polizei hatten, dass sie dann abhauen. Ich meine, es ist ja klar, dass wir hinterherfahren. Meine Nerven liegen einfach momentan ein bisschen blank. Ja. Dass die junge Frau zu schnell gefahren ist, erklärt allerdings nicht, warum der Wagen ins Schlingern geriet. Die Polizeikommissare sehen sich das Fahrzeug genauer an und entdecken den Grund für den Unfall. Guck mal da. Siehst du das? Jo. Das sind nur so Risse, ne? Das ist kein Riss. Das ist entweder ein Riss oder... Im Leben ist das kein Riss. Das ist ganz gerade. Stimmt, hier, guck dir das mal an, das ist ganz gerade. Und hier hat auch. Einer geschnitten. Eins, zwei, geschnitten. Geschnitten oder reingestochen oder irgendwas. Aber das ist ja, guck mal, so ein Riesending. Ja, und das ist ganz gerade, so Platz, ja kein Reifen. Die Schlussfolgerung der Beamten? Jemand könnte es darauf angelegt haben, dass die junge Frau verunglückt. Eine klare Straftat und ein Fall für die Kripo. Ihr Verdacht wird sich bald sogar noch erhärten. Mir wäre jetzt erstmal wichtig, wir bräuchten Ihre Personalien. Das ist im Auto ist meine Tasche, Mama. Ja, soll ich mal. Können Sie die Tasche mal holen? Ja, ich gehe mal. Ja. Okay, ja, wir sind jetzt erstmal hier. Okay. Das ist ja unglaublich. Also, ja, also das Allerwichtigste, wie ist denn Ihr Name überhaupt? Mein Name ist Iris. Okay, Iris. Ja. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass es Ihnen gut geht, dass wir uns, dass die Kollegen sich um Sie kümmern. Und ganz kurz. Ja? KTU weiß Bescheid und okay. Kripo kommt auch raus. Alles super. Okay, dass die Kollegen sich um Sie kümmern, dass es Ihnen besser geht. Dann klären wir, wie das alles passiert ist. Jetzt nochmal zu Ihnen. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn die Polizei kommt, halten Sie einfach bitte an. Ja? Weil die Polizei kriegt Sie sowieso, wir fahren hinterher. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Sie dann... Was war das denn? Was war das? Mama! Scheiße. Was ist passiert? Was ist passiert? Der Airbag ausgelöst. Was, der Airbag? Das ist der Airbag hochgegangen. Okay, ganz ruhig. Halten Sie Ihre Hand ruhig. Steigen Sie mal aus. Scheiße. Ruhig. Okay, kommt alles zusammen. Okay. Bleibt wegen Sie hier. Ja, Airbag ausgelöst. Der Airbag ist ausgelöst. Verletzung an der Hand irgendwie. Hier, Handverletzung. Wieso löst denn jetzt aus? Wieso löst denn jetzt der Airbag aus? Die waren doch vorher auch dran. Also beim Aufprall hätte ich ja verstanden, aber jetzt im Nachhinein? Ne, also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Airbag im Nachhinein ausgelöst ist. Also wenn der zum Aufprall, wenn das während dem Unfall passiert wäre, hätte ich das ja verstanden. Aber jetzt gerade, ich verstehe das null. Die Polizisten nehmen an, dass der Airbag manipuliert wurde. Wäre dies während der Fahrt passiert, hätte es zu einem lebensgefährlichen Unfall kommen können. Die Beamten ermitteln, wer ein Motiv für den Anschlag haben könnte. Haben Sie denn irgendwelche Feinde? Irgendwelche Schulden, Ex-Freunde, Ex-Mann, ich weiß es nicht, wo sie sagen könnten, hey, der oder die könnte mir was Böses wollen. Können Sie vielleicht eigentlich gar nicht. Also wir wohnen in einer heilen Welt, in einer Siedlung mit freundlichen Nachbarn. Also irgendjemand, der ein gleiches Auto hat. Oder na, in der Familie ist alles super. Nee. Also da fällt mir jetzt irgendwie gar nichts zu ein. Überhaupt nichts. Also, nee. Denken Sie mal bitte nochmal drüber nach, haben Sie die Person? Ja, das habe ich jetzt gefunden, ja. Denken Sie mal bitte drüber nach, weil das ist... Es kann eigentlich, es ist nicht üblich, dass einfach so ein Fahrzeug so manipuliert wird. Irgendein Lover, der abgewiesen wurde oder irgendwas. Ja, Schulden irgendwo, ja, oder? Ja, das ist aber ja, ist auch schon ein bisschen her, ne? Schulden? Irgendwie, nein,
sie war mit einem Mann zusammen. Ja, aber Mama. Und der, mit dem Marius und. Aber das ist doch alles in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung, aber vielleicht. Es war halt auch ein bisschen komisch, ne? So, also, wie der Mario, einer sagt, es ist in Ordnung, einer sagt es nicht. Der Mario, wie kann ich erzähle ja. es ja gerne, ne? Ja. So, der, auch wenn sie das jetzt ein bisschen abschwächt, aber. Der Marius ist fremdgegangen, die haben zusammen gewohnt und da ist sie einfach logischerweise sofort ausgezogen. Ne? So, ja, natürlich. Ja, der Marius ist ihr Ex-Freund, richtig? Das ist ihr okay. Ex-Freund, ja. Aber wenn ja. der Marius fremdgehen sollte, warum sollte er bei ihr den Reifen denn aufschlitzen? Der kam halt dann, nach einiger Zeit kam der dann wieder und so. Wollte wieder mit ihr zusammen sein und verständlicherweise wollte sie das dann nicht. Okay, ne? Wie ist der Marius, wie ist der, dieser Marius so drauf? Können Sie grundsätzlich sagen, dass er gewaltbereit ist? Ich will oder da nicht oder überurteilen. Nein? Ganz friedlicher. Also sie brauchen jetzt nicht in Schutz nehmen, ne? Also wenn es das wirklich war, dann... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das Einzige, was komisch war, zeig Ihnen das doch mal bitte. Oh, ne? Mama. Ja, was der denn? Hat halt eine ganz komische SMS geschrieben. Also das war dann auch irgendwie... Zeigen Sie doch mal. Das hat damit jetzt überhaupt nichts aber zu tun. Die Polizisten brauchen das doch vielleicht. Mal. Das ist vielleicht hilfreich jetzt. Wenn ich dich nicht kriege, kriegt dich keiner aus, verzeihen. Das ist ja schon mal eine Aussage, ja. Ne? Wir haben keine weiteren Anhaltspunkte als diese SMS von dem Ex-Freund. Deswegen ist er für uns erstmal tatverdächtig. Und da wir keine weiteren Anhaltspunkte haben, laden wir ihn erstmal vor und befragen ihn zu der ganzen Geschichte. Okay, noch ganz kurz, was ist mit ihr jetzt? Was wir werden sie auf jeden Fall zur Abklärung mal mitnehmen ins Krankenhaus. Wird sie mitnehmen, okay. Von hier aus Städtisch, würde ich sagen. Städtische. Ja. Mit ihr dann auch, weil sie ist ja mit der Hand. Können dann mitfahren. Ja. Ne? Zumindest mal drauf schauen lassen. Also, wir brauchen sie aber noch. Ne? Ja. Wir brauchen sie noch und zwar wäre es schön, wenn sie wieder fit sind, dass sie bei uns zur Wache kommen. Ja, genau. Ja? Auf jeden Fall. Die KTU wird jetzt hier am Unfallort erscheinen, beziehungsweise am Tatort erscheinen, wird Fotos von dem Fahrzeug machen, wird die auch gleich an unsere Kripo überspielen, sodass die dann auch gleich die Möglichkeit haben, sich das an der Wache anzugucken. Das Mädel, die Fahrerin, ist ins Krankenhaus, kommt danach zur Wache hinterher und dann werden wir sehen und die Kripo wird weiter ermitteln. Ja. Ich hole mal hier Markierer und markiere mal die Unfallstelle. Und ich fordere mal eine Verstärkung ja. an. Die Beamten ordern den verdächtigen Ex-Freund auf die Wache. Der Mann könnte seine schriftliche Drohung nun in die Tat umgesetzt und das Fahrzeug seiner Ex-Freundin manipuliert haben. Die Polizisten übergeben den Fall an die Kriminaloberkommissare Manuel Wenner und Bora Aksu. Der Kollege hat dann festgestellt, also ich habe dann die Risse hier gesehen, hat dann gesagt, hey, die sind aber wirklich gerade schon fast drin. Also du siehst hier richtig wo reingestochen bzw. geschnitten. Ja, also wirklich, als würde da das ist hundertprozentig, ist der Reifen nicht geplatzt. Ja. Das sagen auch die von der KTU, oder? Ja. Das müssen wir noch, denk mal. Das müssen wir noch abwarten von der KTU, ob er tatsächlich geplatzt ist oder ob er aufgeschlitzt wurde. Ein Kollege informiert die Kripo-Beamten über die Ergebnisse der KTU. Der Reifen wurde tatsächlich mutwillig zerstochen. Vor der Vernehmung des Verdächtigen kommt es zu einem Tumult. Was ist hier los? Er hat meiner Tochter das Herz gebrochen. Ja. Sie sehen die rote Hand hier. Ja, okay. Bahnhof. Ja, dürfen wir mal ganz kurz. Und Sie sind der Ex-Freund. Das ist auch immer mal drin. Ja, ich. Ja, gut, setzen Sie sich mal hin. Sie kommen jetzt am besten mal mit mir. Ich gebe die Information. Ja, und Sie sind? Okay. Kann einmal mitgehen, bitte? Eine Arbeitskollegin? Ja. Okay, möchten Sie unten auf ihn warten? Nein, oder? Ich warte im Auto. Ja, Sie warten im Auto. Gut. Okay, Sie sehen unten mal an. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal direkt rein. Oder? Bitte bleiben Sie hier. Wir kommen gleich auf Sie zu. Die Befragung des Ex-Freundes war zielgerichtet. Er war für uns Hauptverdächtiger. Und da werden grundsätzlich die Fragen sehr direkt gestellt, um gleich den Tatvorwurf zu formulieren, um zu sehen, wie jetzt die Reaktion des Verdächtigen ist. Was für Intentionen haben Sie denn, Ihrer Ex-Freundin so eine SMS zu schreiben? Wie ich meine... Ich verstehe nur Bahnhof. Ich komme gerade hier vom Urlaub, werde hier beschuldigt. Irgendwas getan zu haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sie waren gerade im Urlaub, sagen Sie? Ja. Wo waren Sie denn? Ich war auf Mallorca, 3 Wochen lang. Haben Sie da irgendwelche, haben Sie einen Reisepass da? Wobei, abgestempelt wird der ja sowieso nicht, ist in der EU, aber Flugtickets, Boardingkarten. Anhand des Reisepasses und des Tickets überprüft Michael Smolik das Alibi des Verdächtigen. Bora Aksu konfrontiert den 30-Jährigen erneut mit der Drohnachricht. Der direkten Befragung kann der junge Mann nicht länger ausweichen. Ja, also die SMS, die habe ich geschrieben, aber die habe ich halt, das war eine dumme Aktion. Sie hat sich halt von mir getrennt, nachdem ich da, ja, einen Fehler in der Beziehung begangen habe und sie betrogen habe. Und ja, dann habe ich die SMS halt geschrieben, weil ich sauer war und enttäuscht und ich war auch sauer auf mich selber. Und das war auch eine blöde Aktion, ja, das habe ich gemacht, aber ich habe nichts mit irgendeinem Anschlag zu tun oder dass ich einen Reifen ausstechen würde. Ich würde überhaupt nichts Böses wollen. Das heißt, Sie haben auch niemanden beauftragt von Ihrem Urlaub aus?
Niemals. So als Rache zum Beispiel. Ach, um Gottes Willen. Sind Sie schon mal gewalttätig geworden? Niemals. Das würde ich niemals tun, wirklich. Also, da bin ich wirklich einfach viel zu soft auch dafür. Und bei ihr sowieso. Also, ich möchte sie ja eigentlich gerne zurückhaben. Aber also sowas niemals, wirklich. Die erfahrenen Kommissare haben den Eindruck, dass der Ex-Freund die Wahrheit sagt. Die Überprüfung seines Alibis führt die Ermittler zu einem klaren Ergebnis. Er ist tatsächlich heute gelandet. Nee. Und ich habe tatsächlich auch mal da in Malle das abgecheckt, er war auch tatsächlich in dem Hotel. Der Mann ist damit entlastet, kann von seiner Ex-Freundin allerdings wegen Bedrohung angezeigt werden. Jetzt heißt es für die Beamten, einen neuen Anhaltspunkt finden, um den Täter zu ermitteln. Die Kommissare besprechen ihr Vorgehen. Das ist die Frage, wer macht sowas? Ja. Stehen wir wieder am Anfang. Eigentlich ziemlich. Ja. Ziemlich er war doch ziemlich verdächtig, ne? So als Ex-Freund gut, hätte er auch so ein Motiv. Eine SMS, ne? Kann ja auch mal ausrutschen, aber der macht mir jetzt irgendwie nicht den Eindruck, als ja. Hätte er auch das klingt ja glaubwürdig, ne? Irgendjemanden beauftragt. Ja, ja, ja. Lass uns einfach nochmal mit den beiden sprechen, mal gucken, vielleicht kriegen wir da nochmal was raus. Genau, vielleicht haben die ja, das ein oder andere. Willst du dir nochmal die Fotos anschauen oder soll ich sie mir anschauen? Da kann ich eigentlich schon mal gucken. Du hast auch einen erfahreneren Blick als ich. Okay, ich gucke auch. Ja, kann ich ihn runterbringen? Der ist entlassen. Ja, ja. Der ist entlassen, ja, ja. Möchten Sie gerne mir folgen, bitte? Ja, als ich mir die Bilder etwas genauer angesehen habe, habe ich etwas sehr Interessantes festgestellt, sehr merkwürdig auch auf der anderen Seite. Und das war sehr interessant für unsere weiteren Ermittlungen. Mir fällt natürlich die Farbe auf. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich. Einmal hier, einmal da und einmal dort. Kann natürlich aus dem Graben irgendwo sein, aber ja. Kannst du dich an den Schlüsselanhänger erinnern? Von der Frau vorhin? Den habe ich doch aufgehoben. Ja, genau, den du aufgehoben hast und wieder zurückgegeben hast. Ja. Stimmt. Welche Frau war das überhaupt? Wer war das überhaupt? Das war die Begleitung von der Frau. Sie hat den Schlüssel verloren auf jeden Fall. Und du meinst, ja. Hat sie ihn mitgebracht, oder was? Ja, das sind so typische Fussel von sowas. Es könnte sein, diese Kollegin, die könnte also diese Manipulation vorgenommen haben. Die Frage ist jetzt, warum? Welche Motivation ist bei ihr vorhanden, einen Schaden zuzufügen? Oder möglicherweise besteht dort noch eine andere Verbindung? Kommen Sie gerade mal bei. Die junge Frau, ja. Die ihren Ex-Freund begleitet hat, wer ja. Ist das? Eine Arbeitskollegin von ihm. Von ihm? Wo also arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Wissen Sie das? Mein Ex-Freund hat, soweit ich halt weiß, damals noch bei einer Firma Elektro-Schuhmacher gearbeitet und sie war irgendwie so eine Bürokraft. Wissen Sie auch, wie sie heißt? Julia, aber den Nachnamen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Den Nachnamen ich kenne sie nur flüchtig. Ja. Okay. Und du warst doch auf der Party schon mal bei der, oder? Oder kennst du die doch, glaube ich? Ja, wir waren bei so einer Einweihungsparty von ihr eingeladen. Bei ihr zu Hause? Ja, genau. Wissen Sie die Adresse? Nee. Aber ich wüsste, wenn ich den Weg jetzt abgehen würde, würde ich genau das Haus wiedererkennen. Also ich würde den Weg zu ihr finden. Okay. Das ist jetzt zunächst erstmal nur ein Verdacht. Nicht, dass Sie da jetzt irgendwie falsche Hoffnung schüren oder sowas, aber könnte sein, dass sie irgendetwas eventuell mit der Manipulation an Ihrem Fahrzeug zu tun hat. Können Sie uns mal die Wohnanschrift zeigen von der jungen Dame? Wäre das in Ordnung? Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ja, ich komme damit klar. Also, ja? Wenn sich das aufklären kann. Dann lassen Sie Ihren Wagen da und wir fahren dann gemeinsam. Ja. Sie fahren dann gemeinsam mit uns und dann fahren wir da mal hin. Manuel Wenner erinnert sich, dass am Schlüsselbund der Verdächtigen ein Taschenmesser hing. Ein weiteres Indiz. Am Wohnort der Frau bitten die Kommissare Mutter und Tochter zu warten. In der Wohnung scheint eine Auseinandersetzung in Gange zu sein. Sag mal, hörst du das? Hörst du das? Ja. Lass ihn frei! Aber hier, das ist vom Erdgeschoss. Lass uns mal nicht klingeln. Komm mal rum. Ja, lass uns doch versuchen, ob wir hinten rankommen. Kurz bevor wir an der Haustür angekommen sind, haben wir Stimmen wahrgenommen. Die kamen aus dem Inneren des Gebäudes. Und das hat schon so ein bisschen geklungen, als wäre jemand in einer Notlage gewesen. Und dann haben wir uns erstmal dazu entschieden, nicht zu klingeln, sondern wir wollten versuchen herauszufinden, was sich da zuspielt. Und haben geguckt, ob wir eine bessere Perspektive oder einen Einblick in das Geschehen im Inneren bekommen können. Hör auf! Lass mich in Ruhe. Hör auf jetzt, bitte. Nein. Es wäre besser, wenn du den Mund hältst. Nee, jetzt. Es ist Schluss. Es reicht jetzt. Nein. Hör einfach auf. Die ganze Zeit, du hast mir so viele Zeichen gegeben. Es hat so einen Punkt zwischen uns. Hör auf. Hör bitte einfach auf. Nein, lass mich einfach in Ruhe.
Wir haben natürlich erstmal ein bisschen gezögert, weil wir uns davon überzeugen wollten, dass der Mann wirklich in der Notlage ist und dass das Ganze hier kein Rollenspiel ist. Und darüber hinaus wollten wir natürlich halt auch wissen, ob die Situation hier irgendetwas damit zu tun hat, mit dem Unfall, was sich heute Morgen zugetragen hat. Polizei, Polizei! Hey, hey, hey! Kriminalpolizei, Häuschen! Ganz ruhig, ganz ruhig, Kriminalpolizei! Ganz ruhig, ganz ruhig. Gut, ich verstehe das nicht. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich werde mir jetzt erstmal die Handfesseln anlegen. Ist das klar? Kriminaloberkommissar Bora Aksu nimmt die junge Frau vorläufig fest. Die Ermittler klären die undurchsichtige Situation zwischen der Verdächtigen und dem 30-Jährigen. Sind Sie ein Paar oder sind Sie jetzt kein Paar? Nein, wir sind ganz bestimmt kein Paar. Also ich bin vorhin, wir waren hier und sie wollte mir was zu essen machen und Kaffee. Hat sie mir noch angeboten und dann habe ich auf ihrem Handy Bilder von meiner Ex-Freundin gesehen. Das stimmt, das auf ihrem Handy haben Sie Bilder gesehen? Wo liegt denn Ihr Handy? So richtige Stalking-Bilder. Keine Ahnung, wo das Handy liegt. Die Kommissare ermitteln, dass der junge Mann seine Arbeitskollegin auf die Bilder angesprochen hatte und daraufhin von ihr gefesselt wurde. Die Verdächtige hat die Geschädigte anscheinend verfolgt. Die hält die Ungewissheit nicht mehr aus. Okay. Ich hab schon das Gefühl gehabt, dass mich irgendjemand verfolgt. Immer war mir irgendjemand im Nacken. Haben Sie diese Frau verfolgt? Haben Sie Fotos von ihr gemacht? Julia, bist du das? Das soll Ihr Handy sein. Ja. Ja. Vor allem waren Sie das an Ihrem Fahrzeug. Haben Sie die Manipulation gemacht? Es tut mir einfach leid. Entschuldigung. Ich wollte das meine Sachen an. Das sind meine Dessous. Ich wollte einfach so sein wie du. Bist du? Ich wollte ihn einfach so sein. Moment. Sind das Ihre Klamotten? Ja, das sind meine. Wo hast du die her? Das will ich auch mal gerne wissen. Wie kommen Sie an Ihre Kleidung? Ja, ich war halt in der Wohnung und dann habe ich die Sachen gefunden. Bei ihr in der Wohnung? Ja. Gib's doch nicht. Und demzufolge habe ich jetzt halt einfach, ich wollte halt einfach nachkommen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, dass da irgendwas fehlt an Wertgegenständen oder sowas? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Okay, wie kriegen wir die junge Dame jetzt am besten verdeckt, weil die müssen wir mitnehmen. Ja. Krank. Haben Sie hier einen Bademantel oder sowas ähnliches? Herr Marius ist halt. Ja. Ich habe mich so da auf Marius gefreut. Er war auf Mallorca gewesen und dann dachte ich halt, zwischen uns wird's endlich was. Und dann hat er mir halt gesagt, dass er sie unbedingt wieder haben will und alles jetzt dafür tut, dass er dich wiederbekommt. Das hat mir halt einfach den Rest gegeben und ich wollte halt einfach alles versuchen. Ich liebe dich doch so doll. Wie in diesem Fall ist es in unserer Praxis öfter, dass es die sogenannten Beziehungstaten sind. Täter und Opfer kennen sich, manchmal sind sie sogar miteinander verwandt. Das erleben wir sehr oft. Das ist richtig. Wir können einfach nur empfehlen, dass Leute so krankhaft in einen anderen Menschen verliebt sind und diese Liebe natürlich nicht erwidert bekommen, dass sie sich vielleicht psychologische Hilfe suchen. Das muss jetzt nicht direkt bei einem Psychologen sein, kann halt auch bei Freunden, Verwandten, nahen Angehörigen sein. Man kann nicht einfach jeden Menschen gewinnen. Das ist nicht möglich. Würden Sie bitte draußen auf uns warten? Ja. Wir kommen noch mal wieder auf Sie zu. Die Täterin erhält wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, sexueller Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eine Haftstrafe. Die Geschädigte verzeiht ihrem Ex-Freund die Textnachricht.